Hallo Leute, Sil hier und willkommen zurück zu Factorio. Wir haben das letzte Mal schon die ersten Beta-Basen zerstört. Und die Feststellung ist, so viele Ressourcen haben wir gar nicht. Wir werden relativ schnell expandieren müssen. Glücklicherweise haben wir Öl hier oben. Das heißt, wir könnten hier dicht machen. Und mal auch Radargeräte verteilen, um mal zu gucken, was es sonst noch irgendwo gibt. Weil sonst sieht das relativ eng aus. Ja, dann können wir hier mal eben wieder Mauern draus bauen. So. Radargeräte haben wir nicht mehr. Bauen wir nochmal. Ja, und dann wird es langsam Zeit, das Ganze hier zu automatisieren. Und ich würde sagen, das machen wir noch, bevor wir die Türme irgendwie verteilen, ausbauen. Weil noch geht das ja hier. Und in Reichweite ist eh erstmal nichts. Eine Klippe. Ja, jetzt ist die Frage, wie und wo und so weiter. Ich würde ja sagen, wir machen hier die Schmelzen hin. Nanu. Ach so, da waren die Würmer. Und bauen irgendwie hier lang. Sieht ein Stück weit aus wie ein Flughafen da oben. Und dann können wir hier irgendwie anliefern. Da haben wir sowieso nochmal Stein. Ja, und würde sagen, okay, fangen wir an mit dem Wald wegmachen. Wir können auch hier unten bauen. Dann können wir uns später weiter runterbauen. Hier oben anliefern. Weil das können wir sonst auch machen. Wie auch immer, der Weg ist weit. Nur hier müssen wir weniger Bäume fällen, um was aufzubauen. Nur die Klippen sind im Weg. Also so oder so, es ist völlig suboptimal. Da wäre dann die Frage, okay, die Nanobots kommen gerade. Sonst wäre es, glaube ich, ganz sinnig, die erstmal herzustellen, um den ganzen Krams irgendwie wegzubekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist mit den Sachen, die wir hier so erforschen können. Wie oft wir Holz brauchen. Und generell, was da auf uns zukommt, weil ja, es gibt halt andere Öfen. Keine Ahnung, wie groß die sind. Also es ist auch schwierig zu sagen, welche Designs man denn irgendwie anwendet. Tja, und hier geht's dann schon weiter, ne? Hier werden wir irgendwie Flüssigkeiten brauchen. Deswegen ist halt auch die Frage, okay, wie weit bauen wir das schon strukturiert aus? Was ist das hier? Okay. Es kommen also irgendwann auch noch andere Tags, na gut. Ja, ich würde sagen, wir bauen mal das hier zusammen irgendwie. Stangen ist in Ordnung. Wir brauchen hier grüne Schaltkreise für. Na gut, wir können das sonst erstmal über Kisten regeln. Ich würde sagen, wir machen dann mal hier grüne Schaltkreise mit jeweils Kisten. Können wir ja ruhig einzelne Kisten nehmen für Kupfer und für Eisen. So wir denn Eisen bekommen. Da ist nichts mehr. Ja, der hat noch, das ist gut. Das arbeitet nicht mehr, weil es kein Kupfer hat. So, nehmen wir das mal raus. Einfach, frecherweise. Brauchen nämlich auf jeden Fall hier noch was. Und wir können auch sonst gerne nochmal die hier aufstellen. So. Ja, Munition dümpelt langsam vor sich hin. Das können wir also so stehen lassen. Also. Und wir brauchen das. Jetzt ist die Frage,
Ja, wir machen das mal so. Zahnräder kommen hier. Da können wir also mal ein paar reinpacken. So, dann brauchen wir die Nanobots, die kommen von hier. Und wir brauchen noch mal Eisenstangen, die machen wir hier. Moment. Dann brauchen wir das nicht. Dann machen wir die hier hin. Richtig. Kiste mit Eisen. Na, so. Das kommt dahin. Jetzt habe ich keine Greifarme mehr. Okay, machen wir mal schnell welche. Ja, und dann hätte ich das gerne so geregelt. So. Da wäre ja schon wieder die Frage, ob wir nicht auch hier das mal so machen können. So. Dann soll das jetzt alles mal irgendwie produzieren. Her damit. Und wir brauchen noch die Kanone quasi. Ne, hier ist sie nicht. Hier. Oh, da brauchen wir Kohle. Ja, und die Frage ist, bei den Laufwegen, die wir haben, legen wir uns gleich mal einen Pfad an, auf dem wir wandeln können. So, kann man hier gleich mal irgendwie. Zack. Und hier oben auch nochmal. Wobei das ja so aussieht, dass wir genug Kupfer haben. Arbeitet nichts und wir haben noch genug einstecken. Aber wir könnten sonst auch sagen, gut, dann rein da, damit. Ja. Steine haben wir sogar auch ein paar. Können wir hier auch nochmal reinschmeißen. Ach, der ist auch leer. Der auch. So viel zum Thema Steine. Machen wir mal die da oben weg. So. Zack. Gerne auch die schon mal. Gerne auch die. Also Kupfer haben wir auf jeden Fall genug da drin. Eisen sieht ja leider nicht so gut aus. Hier brauchen wir nichts reinlegen, das kommt von alleine. Tja. Hier sieht's anders aus. Okay. Ich würde sagen, wir limitieren das hier mal auf den Stack. Genauso wie das hier. Das können wir auf 2 Stacks machen oder vielleicht sogar 3, weil wir kennen das ja schon. Das ist ja schnell weg. Ich habe die jetzt gemacht, um das hier oben hinzustellen. Ich wollte das jetzt hier nicht bei den Klippen hinhaben. Dann nehmen wir unser abgestürztes Schiff weg und bauen hier entsprechend die Schmelzstraßen hin. Ich würde sagen, wir fangen da unten an. Könnten hier unten was für Stein lassen. Dann kommt unser Monument des Schreckens weg. So. Bäume. So. Dann ist wieder die Sache, wie bauen wir's? Ach so, wir bräuchten Fließbänder. Warte mal, wo sind denn die? Die, die wir einstecken haben, werden ja nun absolut nicht reichen. Und ich wollte gerade sagen, das sieht irgendwie so aus, als ob die nicht arbeiten. So. Ich hatte doch eine Fließbandfabrik, oder nicht? Oder hatte ich das einfach nur hingestellt, quasi? Dann schmeißen wir das da mal rein. Lassen das mal arbeiten.
Ansonsten würden wir auch davon diverse dann brauchen. Problem ist nur, so viel Platz ist das halt nicht. So, dann soll der mal zu Ende bauen. Okay, fangen wir mal an, das irgendwie umzubauen. Machen wir das mal nach unten. Und hier kommen mal die wichtigen Sachen rein jetzt. Fließbänder. Hier oben kann es losgehen. Würde ich sagen, fangen wir hier an. Ist jetzt die Frage, ob wir bei dem Design bleiben, das wir sonst immer gemacht haben. Ich würde für den Anfang mal sagen, ja. Und dann hätten wir das. Können wir die mal nach außen zwischenstellen? Ah, dann brauchen wir zuhauf Greifarme. Wofür wir viel zu viel Eisen brauchen. Ich glaube, dafür ist es hier jetzt noch ein bisschen früh, tatsächlich. Wir werden das mal vereinfacht bauen. Das ist mir jetzt wirklich noch nichts. Wir brauchen jetzt erstmal noch ein paar elektrische Erzförderer, so wie die da unten. Beziehungsweise können wir das ja mal vollstopfen. So. Dann ist das auch fast alles weg. Und sammeln wir noch mal Eisen. Das sind 9. Beziehungsweise. Ah. 5. 10, okay. Und ich würde sagen, wir können das ja mal von oben nach unten abbauen. Aber machen wir das so. Ich würde es diesmal vielleicht auseinandergezogen bauen, um die Geräte zu sparen. Aber wir könnten das auch so machen hier. Ja, dann kann das dann nämlich so mitgenommen werden. Na gut, jetzt haben wir ein bisschen was übrig. Dann passt das hier so hin, okay. Dann machen wir das an der Stelle so. So. Und Munition haben wir. Ah, ein wenig. So, dann können hier auch die Strommasten rein. So. Oh, das passt super. Dann ziehen wir das mal hier unten lang und dann machen wir hier mal die Kohle mit dran. Also ich überlege gerade, ob wir das irgendwie hinkriegen, das hier mit drauf zu legen. Moment mal. Weil wir könnten hier Kohle nach oben legen. Aus diesen beiden. So. Und dann, ja, das heißt dann, dass das dahin muss. Und dann haben wir doch unser Band erstmal. Da können wir mal 10 machen. So. Dann haben wir das erstmal da. Ja, dann können wir hier nämlich das erstmal so machen. Und Strom braucht es. Ach, okay, das passt. Das passt nicht. So. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal mehr Eisen als vorher. Ja, genau, damit habe ich jetzt gerechnet. Ach so, warte mal, dann können wir das doch so machen.
Die müssen sich halt gegenseitig füttern und wenn die leer laufen, dann werden die hier über den Kreislauf irgendwie gefüttert, hätte ich gesagt, gedacht, gehofft. Ja, und wenn wir mehr Greifarme wollen, brauchen wir mehr Eisen. Und das ist jetzt der Moment. Genauso bekommen wir den. Ach so, jetzt habe ich den gelben weg verbaut. Dann machen wir das mal so. Das ist die Frage. Ja, das geht sogar auch. Sehr schön. So, dann haben wir hier auf jeden Fall genug Kohle. Und hier kriegen wir jetzt auch noch mal so einen. Okay, wir haben mehr Eisen. So, dann brauchen wir noch mal ein paar davon. So, und ich hoffe, dass das gut klappt. Ja, wir können dann auch die elektrischen hier nehmen. Ja, keine Kohle. So. Ja, viel passiert ja hier irgendwie nicht. Ach, Zahnräder sind alle. Tja. Aber Grüne haben wir genug. Das ist schon mal gut. Ah. Neigt sich irgendwie alles dem Ende. Was mit der Forschung? Da fehlt Kupfer, hä? Das hier sieht gut aus. Geschützturm haben wir auch ein paar. Munition, naja. Ah, könnten wir für uns mal Wäsche einstecken. Alle. So. Ja, das hier geht nicht mehr gut. Bauen wir mal 10 Stück. Schmeißen wir die mal hier mit rauf. Dann können wir endlich mal davon welche bauen und sicherlich auch davon welche. Wir haben sogar noch ein bisschen Eisen übrig, was irgendwie nichts taugt, aber naja, schmeißen wir es mal rein. So. Ah, das füttert jetzt nicht mehr, weil das hier alles irgendwie rausgenommen wird. Das ist dann der Moment, wo man feststellen muss, alles klar. Ah, das langt nicht rüber. So. Und dann muss der mal dahin, dann passt das. So. Dann könnte man die tatsächlich ja so hinstellen. Ja, da ist jetzt genau ein so ein Streifen. Ja, dann muss das mal eben weichen. So. So. Und jetzt ist das Band natürlich einmal falsch rum befüllt. Wir machen das jetzt mal weg. So. Hatten wir jetzt noch Miner bekommen? Nee. Das waren die hier alle. Ich würde ja sagen, die sollen so hin. Ne, so nicht. So. Machen wir es mal so. Beziehungsweise, wir könnten dann sagen, Strom first. Und Ohr second. Ja, das ist so weit, da kommen Miner hin. Und das machen wir mal weg. Das kann bleiben. So. Das schmeißen wir mal da rein und das kommt auch irgendwie da rein. Da rein. So, Steine sind noch da. Da sind auch noch ein paar Steine. Das könnte sich nämlich jetzt hier aufgehen. Aber das muss mal weg.
Machen wir so, genau. Und dann sieht das so rum aus, nur dass es falsch rum ist. Und machen wir das nochmal so. Zack. Alles klar. Dann kommt das so. Das kommt von da. Dann haben wir es. So, wir können nochmal ein paar Miner bauen. Das machen wir auch mal. Und da würde ich ja schon fast sagen, kann doch hier so eine Schrottkiste in die Ecke. Ah, oh, eine Holzkiste. So, Moment. Oh, der kann ja dahin. Das passt super. Und das irgendwie noch mal so hin. Zack. Reicht. Tja, tatsächlich reicht er da nicht rüber. Na gut. Okay, dann haben wir hier jetzt alles stehen. Also haben wir das ganze Kohlefeld jetzt angeschlossen. Bittere Erkenntnis, weil, naja, viel ist halt nicht. Naja, Strom haben wir noch ein bisschen. So, dann gucken wir mal nochmal nach Eisenplatten. Ja, da haben wir jetzt ein paar mehr. Sprich, wir können mal sehen, dass wir das hier irgendwie sinniger gestalten. Ja, von mir aus so. Die Kisten werden fertig. Machen wir nochmal drei davon. So. Können wir auch eigentlich. Ah. Das mal vielleicht wegmachen. Ah, brauchen wir noch eine Kiste? Verdammt. Das wollte ich eigentlich nicht, aber na gut, das reicht für diese Zwecke dort auch. So. So, und dann machen wir jetzt die Schrottkiste. Dahin. Und dann können wir theoretisch ja sogar die hier wegruppen. Weil wir ja das jetzt haben. So, weg damit. Das kommt da rein. Okay, ja, und so könnten wir das dann erstmal dafür auch bauen, theoretisch. Wobei er sagen muss, dass das gerade eben ja relativ gut funktioniert so. So. Tja, hier neigt sich das Eisenerz jetzt auch dem Ende. Ich würde sonst mal hier nach oben gehen und hier mal. Ah, oh, da ist Kohle. Ah ja, Kupfer. Oh. 3,2 Millionen schon. Okay. Warum nicht? Ich würde kurz nach oben gehen, hier mal ein Radar hinstellen. Haben wir noch Strommasten? Ja, sollte eigentlich reichen. So, gleich mal hier bisschen am Kupferfeld mit langziehen, dass wir da auch den Miner hinstellen können. Tja. Könnte man eigentlich hier oben schon fast die Ölproduktion machen, ne? Aber das ist halt mit den Ressourcen dann wieder schwierig. So, jetzt ist die Frage, wie weit gehen wir? Wo ist die rote Linie, die wir nicht überschreiten sollten? Nehmen wir. Oh, was ist denn das da? Noch mehr Öl. Okay. Aha. Offensichtlich. Falsches Gerät. Gibt's hier ja relativ gut. Ah. Das ist mir schon lieber irgendwie. Relativ gut Ressourcen. Zwar jetzt nicht alle ums Eck, aber immerhin. Ach, diese eine Mauer. Na gut, komm. Nee, nee.
Nee, machen wir es so. Aha. Da ist Kohle und da sind Beiter. Und wir haben nicht genug Munition, hätte ich jetzt gesagt. So, wir können ja vielleicht mal gucken, wie viel Kohle ist es denn? Ja, da laufen sie rum. 7 Millionen. Aber das ist deutlich die Aufforderung, hier zuzumachen. Und diese 3 Millionen sind eben nur bis hier. Das Kupferfett ist noch gar nicht zu Ende erkundet. Gucken wir mal. So, wir brauchen auf jeden Fall mehr Strommasten. Und das liegt nicht am Kupfer, das fehlt. Na gut, nehmen wir es mal von den Bäumen, die sowieso zu fällen sind. So. Sind wir doch ganz schön gelaufen. Na, geht's hier eigentlich durch? Ah, ne. Bisschen tricky die Ecke hier. So, die Forschung läuft wieder, das ist gut. So, da fehlt Eisen. Schmeißen wir das mal alles rein. Das hier hält sich ein bisschen länger, ha? So. Dann braucht man noch irgendwo Zahnräder, ne? Hier. Das ist auch ganz schön langsam in der Produktion. Okay. Das liegt eher daran, dass nicht Eisen schnell genug nachkommt. Na gut. Oh, hier. Mensch, wir haben mal das Kupfer aufgebraucht. Dann machen wir uns mal ein neues. Nanu, da ist ja nichts mehr. So, dann können wir ja auch gerne hier mal die Repair Packs reinmachen, dass wir die sehen. Sehr schön. Haben wir schon mal ein paar. So. Ja, davon haben wir jetzt tatsächlich ein paar, das ist gut. Ah, gerade gesehen hier, die Pistole kann ja jetzt hier in die Schrottkiste. Wo ist er? Nanu. Ach, da unten hat er sie reingepackt. Meine haben wir so nicht mehr, okay. Ja, genau, das kommt, also das ist jetzt das Ding, ne? Das müsste jetzt da mal weg. Aber wir können auch gerne erstmal Kohle von hier nehmen. So. Und das mal auffüllen hier. Wir brauchen nämlich mehr. Wie immer. Mehr von allem. Obwohl das baut jetzt hier langsam vor sich her. Upsi. Das wollten wir nicht. Machen wir es so. Okay, dann sammeln wir das mal ab hier. Ah, und dann geht das da unten leider viel zu schnell weg. So, und wir setzen das mal um. Strommasten. Ja, aber es geht halt gut schnell. Das ist halt der Trade-off. 5,8 Millionen, das ist schon echt nicht schlecht. Irgendwo hier müsste auch nochmal Eisen sein. Würde ja fast gerne hier und Radar reinstellen. Wir haben noch eins. Mal Geschütztürme holen. Munition holen. 14. Ja, immer her damit. Ah, aber Munition ist so elendig wenig. Ist jetzt ein Stück weit schon die Frage, wie machen wir es? Hier ist Wasser. Ich würde sonst hier oben einen Pfad lang bauen.
Das ist ja sogar auf Höhe der Strommasten. Dann können wir gleich mal die Ziegel verwerten. Machen wir das doch mal. Moment. Machen wir mal hier 4. Ungefähr auf der Höhe. Das ist genau da, wo die Strommasten stehen. Oh ne, das machen wir nicht. Da haben wir dann gleich keine Nanobots mehr. Und so geht das halt auch fantastisch. Und dann wissen wir nämlich schon, wo wir nicht bauen. Naja, ist aber nach oben auch extrem wenig Platz. So. Ah, da sind die Steine nämlich auch schon fast wieder alle. Aber exakt da lang gebaut. Auch gut. Achso, was ich jetzt nicht mitgenommen habe, ist Strom. Na gut, den können wir sonst auch auf dem Rückweg mitnehmen. So, das war's schon wieder. So viel zu dem Thema. Machen wir es mal unterhalb des Pfades. Der gesegnete Pfad. Pach. Und da sind wir auch schon da, Gott sei Dank. Wobei die Frage ist, gehen wir noch ein Stück weiter, wo wir schon mal hier sind. Gehen wir mal bis hier. So, dann kommt ihr mal hier weg. So. Ach ja. Mauern haben wir nicht. Aber was wir machen können, ist, wir können Öfen hinstellen. So. Gut, da ist jetzt Kohle und Holz drin. Na gut, das stört uns jetzt nicht. Munition. Ja, perfekt. Okay, dann werden wir mal die Stromleitung anschließen. Dann haben wir hier auch ein Radar. Dann soll das mal ein bisschen für uns erkunden. Möglicherweise ist da oben irgendwo, wo die Beiter sind, auch Eisen. Vielleicht ist das auch der Grund, weswegen die da sind. Gucken wir mal. So, Strommasten haben wir jetzt ein paar. Ja. So. Genau, dann kommt ihr mal alle weg. Und. Ah ja, genau, die können auch gleich hingestellt werden, das ist perfekt. So läuft man halt auch nicht Gefahr, irgendwas zu vergessen. Es sei denn, man platziert es nicht. So. Okay, dann gucken wir doch mal. Ha, okay, kein Brennstoff. Ja, das ist jetzt der Moment, ne? Wir müssten eigentlich alles umbauen, damit es irgendwie noch Sinn macht. Machen wir mal einfach. Wir könnten das jetzt irgendwie so lang fördern. Die müssen mal weg. Aber ich würde die hier vielleicht, naja, reinstellen. Wäre ja fast am sinnigsten, ne? Wenn die hier hochgelaufen kommen, laufen die hier schön rein. Aha. So viel zu dem Thema. Da auch. Wir sind auch relativ dicht dran, ne? 7 Millionen Kohle ist halt super. 6 Millionen Kupfer. Ja, irgendwo hier wird auch bestimmt Eisen sein. Könnte natürlich auch sein, dass es im Wasser gespawnt ist. Und dann kommen wir nicht dran. Das geht halt auch.
Naja, gucken wir mal. So, dann stellen wir hier mal wieder die Sachen hin. Perfekt. Machen wir es mal so. Das ist, sowas ist natürlich jetzt wieder ideal. Wobei das eigentlich tatsächlich ganz gut passt gerade. So, dann nehmen wir den mal weg und alles ist weg. Wobei, den könnten wir hier hinstellen. Na ja, perfekt. So. Was machen wir denn jetzt? Also grüne Forschung kann man ja noch nicht. Aber die können wir gerne mal erforschen. Genauso wie das hier. Und dann ist die Frage, ob was wir hier alles kriegen und ob wir damit dann direkt aufbauen. Dann können wir uns nämlich diese Öfen sparen. Aluminium. Okay. Purifier. Arc Furnace. Okay, gut, der braucht auch die Steinöfen, aber gut. Stahl kriegen wir hin. Ja, mal gucken, was das alles so bringt irgendwie. Ach, der braucht beides. Achso, ja, das braucht auch grüne Forschung. Nicht schön. Nicht schön. Ah, da komme ich hier nicht rüber, ne? Oh, perfekt. Dann machen wir hier. So. Ah, Mist. Ah, so nicht. Ja, dann machen wir das so. Mit Steinen. So. Das machen wir mal dahin. Hey. Machen wir es mal so. Dann kann der auch weg. Okay, dann haben wir Ziegelsteine. Mehr als vorher. Strom sieht noch gut aus. Wir können gleich mal den Rest hier mit hinstellen. Dann brauchen wir uns darum auch nicht mehr kümmern. Ah, das ist natürlich wieder genau so eine Ecke da. Machen wir es so. Dann stellen wir die stellen wir die so hin und sagen ihm dass er mal einfach damit drauf soll. Muss nicht schön sein, muss nur funktionieren für den Moment. Machen wir es dahin. So. Dann ist das Steinfeld jetzt auch völlig bedient. So. Na du. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, Mensch. So. So. Jo, boah, brauchen wir gar nicht so viel. Ja, das mit den Zahnrädern ist hier so ein bisschen tricky, ne? Wir machen das mal so. Ich bin verwirrt. Ich habe gerade den Greifarm aufgemacht und dachte gerade, nanu, irgendwas stimmt nicht. So. Und keine Greifarme mehr, schon wieder nicht mehr. So. Dann brauchen wir das nicht. Es fehlen rote. Oh. Zu wenig Kupfer. Boah. Wer hätte das gedacht? So, wir haben keine Kohle einstecken. Machen wir mal weg. Das ist dann nämlich das nächste, was wir mal umbauen. Machen wir auch erstmal sowas hier.
in so einem kleinen Format und dann gucken wir mal, dass wir so ein Forschungssetup nochmal bauen. Ja, auf ein bisschen sinnvollere Art und Weise, nicht so wie wir das hier haben. Wobei das ja im Moment auch geht. Und ehrlich gesagt, können wir das mal so limitieren. Zack. Und ja, das passt. Da haben wir noch 200. So. Hier ist mal wieder, genau, kein Kupfer. Wo im Moment? Rotor Greif Arm. Das passt doch, ne? Dann können wir doch da eine Truhe hinstellen. Mit Kupfer. Machen wir es so. Ihm fehlen Zahnräder, weil das hier alle ist. Okay. Dann können wir das hier alles mal weggruppen. Dann fällt es mir nicht mehr so schwer, das hier wegzuruppen, weil. Ist ja eh egal. Ist ja eh weg. Achso, ich habe auch ein Zahnräder. Dann würde ich sagen. Tja. Gut, das kann hier unten einfach rumlaufen. Und dann soll das mal so sein. Ach, der ist auch schon alle. So. Das mal da rein. Wird also Zeit, dass wir das vernünftig umbauen. So, das sieht gut aus. Da können wir einen schönen Weg mitmachen. Leider noch kein Eisen, aber hier ist ja auch noch Platz zum Erkunden, sage ich mal. Könnte sonst noch hier eins reinstellen. Naja, gucken wir mal, wo das hier noch hinführt. Wollte ich hier nicht Türme reinstellen? Ich stelle hier einfach mal zwei Geschütztürme rein. So. Und dann. Ja, sollte das reichen. Die kommen da rein. Und das ist eindeutig zu langsam. Okay, das arbeitet. Du kriegst jetzt auch genug. Upsi. Machen wir es so. Gut, da haben wir schon fast 1000 Zahnräder. Fantastisch. Ah, der ist voll. Zack. Ah, das ist gut. Wir brauchen noch mehr Miner. Schön. Und wir brauchen wahrscheinlich auch. Obwohl, geht noch. Na gut, wir können hier nochmal eine Ladung Kohle reindrücken. Nehmen wir das mal raus. Und dann speichern, ja. Machen wir das mal da rein. So. Wie machen wir das hier? Am besten sieht es so aus, wenn es quer ist, ja. Fangen wir mal hier irgendwie an. Die Frage, ah, da passt da, aber das müsste auch so passen dann. Ja, da will er mit hin, okay, also so. Ah, das passt ja gut. So.
Das da unten machen wir später. Ja, Kohle kriegen wir jetzt dann erstmal von hier nicht so richtig, ne? Naja, guck mal, das passt auch so ganz gut. Perfekt. Oh, dann machen wir hier nochmal eine Verbindung. Ja, und dann kann das eigentlich, also die können mal hier rein. Moment mal. Genau, mach das mal so. Das Autofill hat hier mitgearbeitet, okay. Nee, so. Perfekt. So, dann machen wir euch mal weg. Stellen hier unten mal nochmal. Machen wir es nach innen. Stellen wir das so hin. Zack. So. Okay. Das läuft. Ich habe mich gerade über die Reichweite gewundert. Also, nanu. Haben wir noch eine Kiste? Ja. Wir machen das mal andersrum jetzt hier. Nee, du nicht. So. Können wir hier mal Zahnräder rausgerabbeln. Ja, das sieht auch gut aus hier. Da. So, das sind 10 Stück. Wir brauchen diverse. Oh, das ist toll, ne? Wenn man die Zwischenressourcen noch mit hat, dann geht das echt super. So. Kriegen wir die Kohle jetzt hier mit hoch? Also grundsätzlich ja. Oh. Das muss mal kurz mit weg, genauso wie das und das. Weil das jetzt ein bisschen tricky wird. So. Und dann kann das nochmal damit rein. Läuft. Tja. Ziehen wir die Kohle hier hoch, hä? So. Und so. So. Aber ja klar. Okay, dann haben wir das auch. Dann haben wir zumindest erstmal grundlegend ein paar Schmelzstraßen. Noch kein Eisen in Sicht. Aber schon mal. Naja, schon mal die Erkenntnis, dass die nächsten Ressourcenfelder schon relativ groß sind. Das ist echt beruhigend. 850%, 1850%, also das ist schon nicht schlecht. Dann ist davon auszugehen, dass das nächste Eisenfeld, das irgendwo ist, ja auch mehrere Millionen sind. Das beruhigt schon ungemein. Die Verschmutzung hält sich noch in Grenzen. Ja, wir werden aber nicht umhin kommen, da entsprechend aufräumen zu gehen. Naja, du bist leer. 81, naja, gut.
Naja, wird Zeit, dass wir das irgendwie ein bisschen sinnvoller alles machen. So, du kommst mal weg. Und dann haben wir ja auch nicht mehr viele davon. Was sagt unser Strom? Okay, das ist halt auch ein Vorteil, wenn man die Miner so auseinanderstellt, ne? Dann spart man halt auch Unmengen an Strom. Oh, da sind noch mehr schon rechts. Nicht schön. Das nimmt ja schon Death World-artige Züge an, muss man ja mal sagen. Na gut, gucken wir mal. Wenigstens haben wir schon mal das nächste Steinfeld hier um die Ecke, das wir jetzt erstmal nicht brauchen. Aber na gut. Wenn ich sehe, wie schnell das arbeitet, könnten wir da direkt noch mehr Ziegel herstellen, ne? Aber gucken wir mal. So, die können da unten mit rein. Drei Minatoren haben wir noch übrig. Ja, Fließbänder, Greifarme. Wie viel brauchen wir denn dafür? Moment mal. 50 für den Purifier. Und der Arc Furnace kostet auch nochmal 50. Also brauchen wir 100 Grüne. Das ist ja einfach herzustellen. Also Stahl können wir auch schon mal ansetzen. Metal Casting. Was ist das hier? Metal Caster. Auch nochmal 50. Sind wir schon bei 150. Was ist das hier? Keramik. Aus verschiedenen Substanzen hergestellt. Und Aluminium. Komposit. Okay, also Legierung. Basic Energy. Aha. Also schaltet quasi die Sachen hier frei, ne? Burner Generator. Was burnst du denn? Kerosinburner, okay. Aha. Okay, also das recycelt quasi diese ganzen Sachen. Maximale Leistung 2,4 Megawatt. Erzeugt Strom, verbraucht Brennstoff. Ach so, ja. Wahrscheinlich flüssig, ne? Flüssigbrennstoff. Gucken wir mal, wir werden es rauskriegen. Aber ich fürchte, vielleicht sollten wir das mal gleich mit einbeziehen, weil Strom ist ja so ein Ding, ja, wie es aus, also wie das wirkt. Mauern gibt es hier mal keine großartigen. Okay, die Beiter sind dann wahrscheinlich relativ unberührt. Wir brauchen also 150 grüne Forschung. Könnten wir sogar bauen. Das machen wir aber in der nächsten Folge, liebe Leute. Bis dahin würde ich sagen, haltet die Ohren steif, lasst es euch gut gehen, bis dann. Tschüss!